So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Letzte Folge haben wir der guten Ursula ein Wohnheim, wollte ich schon gerade sagen, ein Haus gebaut und haben jetzt zwei Aufgaben bekommen. Zum einen müssen wir für den Maui was zusammenbauen und dann müssen wir für die gute Ursula was zusammenbauen. Also wir haben hier wieder richtig viel Stress in diesem ganzen Laden hier. Aber das Highlight in der letzten Folge ist ja gewesen, dass wir eine verbesserte Spitzhacke haben und jetzt die ganzen Korallen und diese ganzen Trümmer, die zu groß waren für unsere kleine andere Spitzhacke, jetzt zertrümmern können und kriegen einfach nur mehr Sand raus. So. Ist das der rote Bartfaden? Ja. Aber ich glaube, der war eher oben. Hauptplatz. Oh, was haben wir denn hier? Lumpen, achso. Ja. So, roter Bartpaten, wo hast du dich denn versteckt? Man kriegt jede andere Farbe von dem... Ach, hier haben wir welche. Ich hab's nicht gesagt. Und jetzt eine Feuerschale aus Granit bauen. Das gucken wir ja hin. So, was brauchen wir für die gute Ursula? Glas. Um leeres Fläschchen herstellen zu können, okay. Aha, wir brauchen lila Bartfarben. Okay. Auch noch ganz viele Bartfarben. So. Mal jetzt hier hinstellen. Jetzt kannst du mal zurück, um mit ihm zu sprechen. Das machen wir nachher. Ich habe ja rein für dich noch nicht mehr so viel Platz. Also wir können halt den Fisch jetzt auch einfach verkaufen. Und wenigstens ein bisschen Geld noch zusammen. Schön, oh, dich zu sehen. Ich will, Backofen, Kokosnüsse ohne mit, weil da braucht auch kein Mensch. Ich will wenigstens ein bisschen Geld wieder. So, und was haben wir denn jetzt? Lila und Violett blühen der Bartfarben. Und das ist jetzt der lila Bartfaden. Ich glaube, das ist bei dieser weiß-violett, ne? Weiß-rosa. Ah, weiße und rotfarben, ne? Hm. Die sehen relativ gleich aus, oder? Das ist ja roter, ne? Roter Bart, ja. Ach, das würde mir lustig werden. Warum reicht nicht einfach nur der lila eine Bartfarbe aus? Thank you.
Okay, dann gehst du auch runter zu Maui. Hey, du Zwerg, hilf mir mal. Oh, hey. Sieh nur, jetzt hast du Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, Halbgott und Held der Menschheit, erzähl es deinen Freunden. Hey, lass uns in Zukunft mehr solche Taten vollbringen. Das hat Spaß gemacht. Ja, ich fand. Ja, es war total toll. Oh, hallo. Ja, nee, nie hallo. Mal kurz. Gekleidungssitz, ja. Mal grad gucken. Ich wollte Blumen. Ach ja, sammeln. Oder reicht denn hier eine Bartfragen aus? Brauche ich ja noch mehr Zutaten. Violettblüten. Ja, den habe ich doch hier nirgendwo. Was ist denn das? Ich nie existent. Junge! Ja. Nirgendwo. Und was ist das, der hier? Ja. Hier unten muss er irgendwo sein, oder? Irgendwas? Habe ich ihn übersehen oder ist er jetzt erst jetzt gekommen? Oh, da war noch jemand. Ah, jetzt, ich glaube, wir brauchten 4. Wir haben jetzt genügend aufgehoben und können es immer so wegfangen. Na, wer okay. Sagt's denn? Ja. Wolltest du zu mir, Mickey? Okay, schade. Kein Edelstein. Dann nehme ich einfach mal Goofys wegfangen. Gar nicht. Ah, wir brauchen 2. 3 von 4. Na, dann wollen wir wieder suchen gehen. Ich dachte, wir hätten schon genug zusammen. Und das hier. Ich weiß nicht, ob ich da einfach auch nochmal in irgendein Gebäude reingehen muss, soll, da. Damit es eventuell wieder spawnen.
hier ist meine Pilze. Gehen wir einfach mal in die Haus von Bayana rein. Wieder raus und gucken einfach mal, was jetzt passiert. Ich brauche noch einen violett blühenden Bacharin. Auch jetzt oben. Ich liebe ja so einen Rumgesuche. Ach du toll. Oh, wir könnten Remi eigentlich mal fragen, ob der mitmischte. Der ist zu Hause. Okay. Remi, wollen wir nicht zusammen abhängen? Menschen sind unglaublich. Bonjour. Sie entdecken, sie erschaffen. Ich meine, sieh dich doch mal um. Tschüss. Ich hab wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Ja, toll. Die sind toll. Nicht toll, sondern toll. So, Remi, wir brauchen violetten Farben. Die wären dir äußerst verbunden, wenn du mir sagen könntest, wo der sich befindet. Ja, hängt mein Merlin wieder. Unten wird er ja kaum sein. Haben wir noch was? Oh nein, das habe ich ja. Oh. Habe ich nur hellblauen. Och, Mönch. Was machen wir jetzt? Wir haben ja noch die Aufgabe vom Barbouvert, dass wir den Brand auf Vordermann bringen. Wir gucken uns mal was an, was wir da zur Auswahl haben. Aquamacht. Was sind Aquamachien? Deine Strandkarte mit blauem Licht. Ins Garten ist aber auch richtig cool. Kieselsteine, 4 von 100. Die Frage, wie kriegen wir denn jetzt die Kieselsteine her? Boah. Okay, das heißt, wir müssen Kieselsteine erstmal finden. Beziehungsweise, wenn wir Aquamarin finden, den nicht verkaufen. Und ganz viel Seetang wieder fischen. Ja, ich habe Seetang, das weiß ich. Also die Frage ist, ja, Aquamarin mehr hier vertreten? Ich glaube ja. Dann verkaufen wir jetzt einfach mal den Fisch. Na, wie geht's? Na gut. Alles subidubi. Kieselsteine. Oh.
Boah. Ich habe jetzt vergessen, wo man die Kieselsteine finden kann. Oh, ich bin auf jeden Fall eine Truhe. So, weil ich da schon 99 habe, oder was? Nee, okay. Das müsste doch eigentlich der Bartfaden wieder da sein. Nein, theoretisch natürlich nur gesehen. Nee, es ist, glaube ich, lila, ne? Hm. Nee, doch. Wir müssen eigentlich alles da haben. Die gute Ursula. So. Dann haben wir jetzt alles fertig und können eine wundervolle Abmachung mit der guten Ursula eingehen. Aber so gut ist jetzt die andere Sache. Aber ich bin einfach mal sehr optimistisch und gutgläubig und naiv. Raut ist verstückt. Oh, Ursula, wo bist du? Und hier rum. Ursula! Ach, das sehe ich ja schon. Ursula! Oh, du bist uns hervorragend. Was brauchst du? Danke. Ach so. Und jetzt hinfort mit dir. Ach, wir müssen noch herstellen. Ich bin ja undoof. Ich habe es gar nicht gelesen. Das ist ja traurig. Ui. Magische Schriftrolle und Tintenset. So. Ursula. Ursula. Habe jetzt die Tinte. Die magischen Schriftrollen. Da ist sie. Hallo. Oh, du bist es. Ausgezeichnet. Ich kann endlich wieder Verträge abschließen. Hast du jetzt wirklich ein echter kleiner Gehilfe geworden? Jetzt bin ich dran. Hier ist ein Geschenk. Das sind Sendefische, die ich gefunden habe, während du auf deinen kleinen Füßen durch das Land gestreift bist. Betrachte dies als meinen Teil des Vertrages und komme bald wieder. Ich könnte dich wieder brauchen. Yay, eine Brasse. Wieso? Yay, eine Garnele. So ein gutes Preiskind. Du scheiße Gedanken musst uns sein. Ich war so nah dran, Herrscherin über den gesamten Ozean zu werden. Ich hatte den Dreizack in der Hand und die Krone auf dem Kopf. Kannst du dir die Macht vorstellen? Das klingt fantastisch. Das war es, das war es. Nein. Diese fade kleine Prinzessin und ihr lämmerlicher Prinz haben alles ruiniert. Aber ich werde mich rächen. Warte nur ab. Sind ich finde die cool. Finde die cool. Ich mag die. Warte mal. Ich habe noch eine Platte im Inventar. Level 3. Keine Ahnung, was das für Sachen sein sollen. Haben wir jetzt noch an sich überhaupt für Aufgaben? Neue Aufgabe verfügbar beim Dagobert Duck, okay. So.
Okay, Dagobert, was hast du für eine Aufgabe für uns? Ich weiß nicht, ob es vielleicht einen Sinn macht. Wir müssen sowieso erst alles zusammensammeln. Das würde ich vielleicht im Off einfach wieder machen. Dass wir vielleicht, wenn die Dagobert-Duck-Aufgabe auch wieder was mit Sammeln zu tun hat, dass wir vielleicht in der nächsten Folge die dritte Tür einfach im Traumschloss öffnen. Einen schönen Tag noch! Eine Monster von Loch Ness. Ich bin wütend. Hör dir das an. Eine hinterlistige Krankenfrau macht zwielichtige Geschäfte mit meinen potenziellen Kunden. Nun, wie ich Kraken kenne, was ich nicht tue, wird sie sich am Wasser verstecken. Könntest du sie im Blick behalten? Ich kann Gauner jeglicher Art nicht ausstehen. Dann ist es nicht um Wirtschaftsspionage handelt. Wenn überhaupt, dann ist es Unternehmensschutz. Das versichere ich dir. Wir werden die Schurken entlarven, doch auch verwette ich meinen Namen. Das ist der Plan. Du gehst und bittest sie um einen Wels. Sie ist in den Gewässern des Dorfes sehr verbreitet. Dann werden wir sehen, was sie dafür haben will. So wird bestimmt versuchen. Die wird bestimmt versuchen, dich über den Tisch zu ziehen. Lass mich also wissen, was sie gesagt hat. Also, auf Wiedersehen. Also wir sind jetzt wieder eine Brief. Ja, wir sind jetzt wieder eine Brieftaube sozusagen. So, Ursula, was hast denn du für Sachen jetzt hier? Guck mal, da wartet sie schon auf ihre für nächstes Opfer. Ha, ich bin schneller, oder? Nein, nicht ganz, verdammt. Du bist. Hallo, Fischlein. Was kann ich für einen neugierigen Menschen wie dich tun? Ich brauche dringend Hilfe. Wirklich? Nun, ich habe großes Verständnis für die Verzweifelten. Wie kann ich helfen? Da ist also dieser Wesen, den ich gerne in meine Sammlung aufnehmen würde. Ich bin Selbstsammler und kann das nachvollziehen. Natürlich müssen wir über die Bezahlung sprechen. So etwas Seltenes bekommt man nicht umsonst, weißt du? Besorge mir einen außergewöhnlichen Blumendorf, eine weiße und rote Hortensie. Wenn du das schaffst, werde ich dir ein Wes beschaffen. Abgemacht? Ja. Wunderbar, Schätzchen. Sind wir uns einig? Weiß, rosa, eine Hortensie. Boah, die ist lila. Bist du weiß-rosa? Oder bist du nur rosa? Du bist auch lila? Ich bin hellblau. Das wird lustig werden. Gut, sieht weiß-rosa aus. Bist du weiß-rosa? Oh, auch wieder rosa. Ach Mensch. Oder ist die vielleicht? Oh, sieht ja rot aus. Ach gut. Das war weiß-rosa. Also weiß-rote. Oh, ich kann echt nicht mehr lesen. Naja. So, meine Ursi. Godzilla, wo bist du? Ach, da. Da sehe ich ihr Köpfchen herausragen. Hallo, Liebes. Mein Sichtchen, was bist du doch für ein gutes kleines Fischlein. Nur wie vereinbart, hier ist der extrem seltene Fisch, den du wolltest. Ich hoffe, es ist alles, was du dir gewünscht hast. Sind wir uns einig? Ja. So, was hat denn die gute Bajana für uns gefischt? Oh, ja, gut. Ach, wieder kein Platz. Ich habe so wieder Hortensien, ne? Okay, die verkaufe ich jetzt einfach. Schön, dich zu sehen. Guck mal, ganz seltene Hortensie. Rasse. Bis bald!
So, Dagobert. Habe jetzt Informationen gesammelt. Die Frage, ob das jetzt so gut oder schlecht ist. Weil wir haben es jetzt kein Bein ausgerissen, um diese weiß-rote Hortensie zu sammeln. Das waren ja trotzdem noch humane Abmachungen, die wir getroffen haben. Hallo! Genial! Was war also Ihr fairer Preis für diesen WS? Ich habe mich gebeten, ihr eine der seltenen Blumen im Dorf zu bringen. Wie ich das erwartet habe, ihre Abmachungen sind Verbraucherfallen. Eine der seltenen Blumen im Dorf gegen einen gewöhnlichen Fisch, den man in jedem Gewässer des Dorfes fangen kann. Das ist unverschämt. Es ist an der Zeit, diese Gaunerin als solche zu entlarven. Ich werde ihr sagen, was ich von ihr halte. Wir mit Dagobert? Okay. Dann lass uns mal bitte abhängen, mein Freund. Mal gespannt, was die kleine Ente der Ursula sagen möchte. Jetzt schwimmen die da wieder hin. Ich glaube, es ist so richtig schön Stress gibt. Da ist sie ja. Ursula, hallo! Ah, genau die Person, die ich sehen wollte. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Du, ich habe Beweise für seine faulen Geschäftspraktiken. Die stinken. Was ist los, Dagilein? Hast du Angst vor etwas Konkurrenz? Niemals. Vertraue mir, ich werde einen Weg finden, deinen heimtückischen Machenschaften ein Ende zu setzen. Darauf kannst du dich verlassen. Nur wie, wenn du so beschäftigt bist mit der Suche nach diesem... Oh. Es glänzt, nicht wahr? Sieh genau hin. Es ist gerade angespürt worden. Ich schätze, es kommt von irgendeinem großen Schatz, meinst du nicht auch? Verflixt und zugenäht. Eine Goldmünze. Eine einzelne Goldmünze. Wo es eine gibt, gibt es normalerweise noch mehr. Vergiss, weswegen ich hierher gekommen bin. Ich muss gehen. So vorhersehbar. Fabian, vergiss diese schreckliche Geschichte mit Ursula. Wir haben jetzt viel dringenderes Problem. Hey. Es gibt einen Schatz in diesem Dorf und wir können nicht zulassen, dass es von jemand anderem als uns gefunden wird. Ich werde nachforschen, was für eine Art Schatz es sein könnte und mich melden, sobald ich mehr weiß. Gut. Hi, hallo. Ach so. Gut. Alles klar, dann würde ich jetzt sagen, weil wir ja sonst nichts weiter tun können, außer dass ich oft die ganzen Sachen zusammensammeln, damit wir die neuen restlichen Möbelstücke für den schillernden Strand herstellen können, einsammeln werde. Da war ich mir jetzt immer noch hinterher. Achso, okay. Würde ich meinen, dass wir in der nächsten Folge uns zum Traumschloss begeben und dort noch die letzte Tür. Ich dürfte rein theoretisch Wally sein, dem wir da begegnen. Dürften freischalten, um halt dann einen neuen Dorfbewohner bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir zur nächsten Folge wiedersehen werden.